Und somit herzlich willkommen hier wieder im Landwirtschaftssimulator 2015 Forst Let's Play mit dem Randy. Mit dem Glücki. Hallo. Hallo. Fällen Sie schon oder wohnen Sie noch? Ich wohne dann durch das Gefällte irgendwann mal da drin, ne? Ah, okay. Holzhaus. So ist Holzhausen entstanden. Ja. Soll ich dir den noch irgendwie näher ranbringen, oder geht das? Ja, ein bisschen näher ran, weil die sind dann wirklich schon fast ein bisschen schwer für den. Beim großen Kran, da geht das. Wir sind also ein bisschen massiver. Aber hier bei dem ist das so eine Sache. Ein bisschen lavé, das Gerät. Kostet trotzdem 50.000, ne? Ja, weil es halt Hänger- und Kranfunktionen in einem hat, ne? Wenn du siehst, der andere, der da einfach nur noch einen Motor mit dran hat, dass er selber fahren kann, kostet gleich mal 200.000. Der Buffalo oder was? Ja. Ne, oder was kostet er? 180? Oder 200 kostet er, glaube ich, ne? Moment. Der Buffalo 221.000. Ne, überlege mal, das ist dasselbe. Also ein bisschen länger wie der hier, massiver Kran, kostet 200.000 mehr. Ansonsten, ja, stimmt, dieser Timber Runner, das ist dann ja der ganz große. Obwohl er eigentlich der ganz große ist, müsst ihr euch mal vorstellen, der ist ja eigentlich ausgelegt auf Langholz. Du kannst, na gut, mit den Scorpion King kannst du ja maximal 5 Meter machen. Ja, das müsstest dann die großen halt, was will ich, kannst du babbeln, dann was komplett lassen. Warte, ich muss mal kurz hier durch. Wollen wir den dann schon wegfahren, weil ich sag mal, das ist dann schon fast oben die Grenze von diesen Rungen an der Seite. Können wir machen. Wie viele Bäume waren das dann? Ach, du kannst Fragen stellen. Achso, naja, ich muss ja nur die Spitzen zählen, ne? Eins, zwei, drei, vier Spitzen. Da waren es nur vier Bäume. Plus ein weggepackter. Plus ein weggepackter, ja. Sieht aber trotz alledem gut aus, muss man lassen. Gut gestapelt, ne? Ja. Jetzt, nachsteig um. Komm. Er macht. Ah, oh, wieder zu weit. Hörst du das? Es ist eine Warnlampe, es ist zu wenig Hydraulik drin. Wenig Hydraulik, ja. Ja. Wieder zur Seite, oh. Komm. Rum. So. Stirnwand. Noch Platz ist. Und klatsch. So. Von mir aus. 1, 2, 4, 6, 8. Ich hab bis jeden immer die großen raus. Was denn, tut er sich schwer oder? Nee, der hat jetzt bloß einen Rückwärtsgang drin gehabt. Achso. Packen bei dir auch diese Holzdinger rum? Ne, das ist noch bei dir so. Ja, schön. Synchron, aber sieht gut aus, ne? Als würden die bei mir im Fahrerraum reinkrachen, ne? Ja, die zittern immer so hin und her. Oh. Ich krieg noch nicht schnell genug synchronisiert. Achso. Das liegt aber nicht an der Internetleitung, sondern am Spiel. Richtig. So wie vieles hier an dem Spiel liegt. Aber er scheint das ganz gut wegzustecken an den Startlehner, oder? Der fährt hier Vollgas. Ja, und wie viel hast du gekommen, ha? Na, 43 ist hier die Spitze. Naja, das ist ja... Da brauchst du quasi einen größeren Trecker nur wegen Gewicht. Theoretisch, ja. Hättest du jetzt runterfahren können. Da unten ist nämlich das Gerät, wo wir hin müssen. Wenn du hier runterschaust. Oh, jetzt geht's ins Gelände. Die arme Backe. Ebles Plaste. Ja, wir fahren Holz. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Will ich einen Screenshot machen? Kommt so ein scheiß Boom hier im Weg mit seinem Geplätter. Ja, ich sag mal, vielleicht zwei hätten maximal noch drauf gekriegt, dann wäre eigentlich Bombe gewesen. Warte mal kurz.
tankt hinten wieder noch ein bisschen was dran, ne? Ja, komm ich aber nicht dran. Ist bloß graues Gestrüpp, das ist nicht so schlimm. Mädels, nehmen sie trotzdem. Werden sie trotzdem nehmen, Das Ableuten, das wird jetzt ein Fest. Wenn die Gabel da vorne wieder ein bisschen rumspackt. Also, oh. Ja, die Kurven etwas langsamer nehmen. Sonst landen wir am Deich. Oder wäre es gleich verkauft? Ja, inklusive Traktor, wenn sie ihn annehmen, ne? Ja. Mal kurz reinziehen ins Sägewerk. Nicht ganz so nah, nicht ganz so nah, nicht ganz so nah. Ja, ich hab schon das Gefühl, der Trigger, ne? Aber ne. Ne, ne, schwenkt doch dann eh rüber. So, zack, drückt sie mich eh weg. So. Einmal zusammenzwicken bitte. Mal gucken, wie viel wir kriegen mit denen mal. Zwei. So, zwei. Kriegen, ja. Ne. Warum? Wie hast du denn das wieder drauf gelegt? Ich? Hab nichts gemacht. Ja. Bling. Mich würde halt bloß interessieren, wenn wir den Mod haben, der kippt das Ding ja nach links bzw. nach rechts ab. Versucht den mal, ob das geht oder ob die dann alle unten runterkrachen und halt neben den Zug liegen. Also mal unten den versuchen dran zu halten. Richtig. Ich den ja mal kriegen, oder? Da macht's aber nicht zu, die liegen so eng aufeinander jetzt. Schon mal, ja gut, wir stehen jetzt so nah dran, ich kann ihn jetzt hier nicht so unten rumschwenken. Warte mal, ich versuch's mal andersrum, über der andere. Ach ne, da steht ja der Traktor, so weit komme ich nicht vor. Warte mal. Was war das jetzt? Hat er verkauft? Ja, hat er verkauft, ja. Gut, das war ja auch noch hoch. Ja, ich kann ja zur Not. Ich kann vielleicht die Stütze noch nehmen. Noch Platz sein. Man muss gleich sehen, wenn er verkauft ist, dann trotzdem nochmal. Dann machen bitte. Hä? Auch damit. So. Jetzt also hier quasi mal kurz drüber heben und wieder runter. Ja, wenn er nicht gleich wieder runterfällt. Verfällt. Ja, die Zange ist ja auch bloß so 3/4 Achter. So. Sind wir neben dem Trailer. Legen wir mal hier flach. Ne, scheint er trotzdem zu verkaufen. Hm. Also mach ich mal von 23 auf 50, 4 hoch. Ich hab mal einen, ne? Oh. Der fährt gerade. Mal vorher sagen, vielleicht. Ah, ja, ja, aber meiner. Oh, oh! Shit! Ja, ich seh's gerade, jetzt hat's hinten runtergebolzt. Bleibt gleich mal stehen, so. So, ich hänge in meinem Zug. Auf der 23 sind wir auf 54 hoch, im Übrigen. Wobei. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das bei dir geht. Hauen mal versuch mal auf den Zug zu hauen. Bei mir ist er ja nicht da. Du musst ein Stück vorfahren. Ich stehe ja neben der Lok. Sehr schön. Nicht. Klar, stehen bleiben. Jetzt haben wir nochmal 22.000 gekriegt. Nee, bei mir geht's nicht. Ich bin jetzt über dem Zug, passiert nichts.
Okay. Also 72.000 haben wir da jetzt. Na, gucke an. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall, ja. Oh, das mal mit den. Achso, ne, wird ja nichts mit den ganz großen Anhänger. Jedenfalls nicht mit den schwachen Traktoren hier. Ne, das wird. Ja, gut, es dauert halt dementsprechend länger, ne? Bis du dann. Ne, du brauchst ja sogar einen Dolly, oder? Ja, da brauchst du einen Dolly dafür. Oder halt den immer hin. Ach, scheiß Ding. Scheiß Ding. Der Zug jetzt wieder da? Ne, ne. Wegen ein zum Ding müssen wir jetzt hier warten. Ja. Ich dachte, das wäre alles gewesen. Ne. Was hier vor? Was ist die nächste Investition? Auf Hackschnitzel? Da bräuchten wir mindestens den Lambo. Mhm. Wenn du es mit dem kleinen Hackschnitzel-Ding machst, oder was mit dem. Achso, ne, wenn schon, würde ich es dann wirklich mit dem Buffalo mal versuchen, weil der normale Hackschnitzel, stellen wir uns die Kommentare drin, das ist nicht verbuggt. Die Leute stellen dich nur zu doof an, aber glaube ich eher weniger. Bitte nimm das nicht mit, bitte nimm! Gerade so, er steht wieder da. Moment. Ging's gerade blinken, aber das Ding hat er gerade nicht verkauft. Jetzt. Ja, ich sag mal, mit dem ganz großen Krungenauflieger, ne? Aber versuch du mal bitte noch zu verkaufen. Also, ich glaube, das haben wir letztens schon mal versucht, das ging glaube ich nicht. Ja, oder warte. Was warte? Ja, warte. So, pass mal, machen wir 3, ne? 2, 1. So, guck mal, trotzdem mal gucken. Ding, 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 ding. Oh, ganz knapp an der Bahn vorbei. Na gut, dann müssen wir wirklich da machen wir jetzt erstmal in dem Sinne hier so weiter. Klappt ja erstmal soweit ganz gut. Und dann sagen wir halt zu, bis wir genug Kohle haben. Und dann kommen wir uns dann so schon mit. Ne. Wohl, da hinten geht's doch ohne Weg raus. Du kommst ja direkt zum Forst bestimmt. Trotzdem ist da neben den Tannen sind ja im Endeffekt auch die einfachsten Bäume, die wir ja haben können. So, ja, das lohnt sich nicht mit den Tannen auf die großen Rungenauflieger. Da würde ich ja die ganz großen fetten Bäume nehmen dann. Kling, kling, 78.000. Naja. Ich glaube, da kann man das Spiel teilweise noch ein bisschen austricksen, wenn man den Beta zeitgleich losschicken. Weil er kriegt ja eh nicht gebacken zu synchronisieren. Naja, aber das war ja jetzt nicht wegen mir, weil du hast ihn ja auch nochmal losgeschickt. Wegen dem Einstand. Aber trotzdem, das waren ja jetzt von 72 auf 78, das waren ja auch immer nochmal 6.000. Das ist ja schon ein schönes freies Feld entstanden, ne? Wollen wir gleich hier die am Anfang gleich noch mit weghauen? Die hier? Ja, und diese Dinger würde ich sagen, da machen wir dann ja, mit dem großen Hackschnitzelteil dann los. Ich sehe gerade nichts, ich sehe gerade im Moment. Ja, die spitzen wir nicht. Ach so, ja. Ach nee, komm. Das war einfach clever gesehen. Hallo? Hallo? Gut, ich hab grad Teamspeak gemeldet. Ich hab gesagt, es war denkbar clever gesägt. Ja, das hab ich soweit noch verstanden. Das war nicht so geplant. Das sollte normalerweise links von mir wegkippen. Achso. Ja, hoffentlich rupt jetzt den Traktor neu weg. Ach. Wenn er den durch die Mitte durchzieht. Naja, doch, gut geht. Tja, wer setzt jetzt die Scheiben mit dem Traktor, ne? Und du? Du für mich. Du bist bei K-Klaas. Ja, ist doch ja der Kasker versichert. Weiß ich nicht. Was denn jetzt da?
Ich muss hier ausholen, ey. Da hast du ein bisschen zu weit drin eingepackt, ja? Kann durchaus möglich sein, ja. Und ziehst du gleich noch den zweiten hier schön auf der Höhe? So, dass die dicken Stämme halt immer auf der Höhe von dem Auflieger stehen, ja. Ey, wo willst du denn hin? Noch ein Stück vor. Ja. Noch ein Stück vor. Naja, warte. Bild machen. Ach, das Unkraut geht mir gerade auf den Sack, warte. Fürchterlich. Gut. Noch ein Stück oder jetzt? Mir kannst du noch ein kleines Mie vor. Ah, oh, gut, das langt, lass ihn krachen. Ach komm, dann mach's mal den. Ja? Ich seh's grad. Definitiv gut aus. Bisschen zu steigen nimmt die Kurve. Na eh. Da rollt aber jetzt gleich wieder mein Wald, ne? Da will er wieder zurück. Nicht ist. GEZ nicht gezahlt. Ah, abhauen hier. Ich krieg jetzt leider eine Kratze mit dem Ding her. Halleluja. Der will's heute wissen hier. Will er's wissen? Darfst nicht so weit drunter fahren. Nee. Dass man jetzt aus der Lasche hier schon zweimal gehobt hat, Lohn. Hier schon wieder, guck dir das an hier, die Gaffer, wie sie schon wieder auf der Straße stehen. Wo denn? Ah. Ich sehe niemanden. Reicht. Ja.
können wir dann wahrscheinlich sogar nochmal absägen. Oh ja. Nicht weiter drücken. Warum nimmt er denn nicht? Es hat gerade den ganzen Traktor weggedrückt. So weit war der, stand noch gar nicht am Traktor dran. Doch, doch. Ist doch vorne. Naja gut, meine Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig für den Part hier, deswegen danken wir fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder, beim nächsten hysterischen Anfall. Bis dann, haut rein. Ciao, sie. Tschüss.